Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Emperor Schlacht um Dune auf Seiten der Harkonnen. Direkt einen Tag später. Ich lege eine große Aufnahmesession heute hin. Hoffe ich mal, wenn alles gut geht. Ja, wir sind hier wieder bei Emperor Schlacht um Dune, wie gesagt, auf Seiten der Harkonnen. Und wie man sieht, die Atreides haben schon mal ein bisschen Verluste. So, Team 2. Die jagen wir gleich mal los. Genau, das sind meine Sammler. Wunderbar. Mir ist übrigens aufgefallen, irgendwie, wenn das einblenden soll, dass die, ja, wie soll ich das sagen, dass ein bisschen was vorweggenommen wird, sagen wir es mal so. Das finde ich ein bisschen schade, dass das der Fall ist. Könnt ihr euch bitte in Sicherheit bringen? Danke. Jungs, kümmert euch da mal bitte drum. Das geht so nicht. Ich grüße übrigens alle Zuschauer da draußen, die sich dieses Let's Play anschauen. So. Glaube ich ja wohl nicht. Ich meine, einfach meinen Sammler angreifen zu können. Einer unserer Panzer brennt auch schon, sehe ich da gerade. Oh, sehe ich denn da? Minotauren im Anmarsch. Ja, das dachte ich mir. Aber die sind ziemlich langsam von der Feuerkraft. Die sollen ruhig feuern. Weil ihr seht ja, die sind ziemlich langsam. Die können auch nicht laufen, wenn sie feuern. So. Die überrollen wir einfach. Zack. Erledigt. Da dein Reparaturfahrzeug. Okay. Na. Das ist sehr schön für die Verstärkung. Wir kümmern uns aber erstmal um die Basis der Atreides. Mungo zerstören! Zerstört sie! Macht sie fertig! So muss eine Aufnahme beginnen. Richtig gut. Ja. Alle platt gemacht. Die Trikes erledigen wir auch gleich mal. So, wunderbar. Gut, das war schon mal der Bauhof. Windfalle Nummer 1. Und die nächste Windfalle überrollt die mal, genau. So, wunderbar. Jetzt die Kaserne, dann haben sich schon mal die Infanterie erledigt. Da habe ich gerade einen Panzer verloren, das ist ein Skandal. Jetzt die Waffenfabrik, wunderbar. Sehr gut. Das war ja ein Angriff, den die Atreides auf uns gestartet haben, wenn ich das richtig vernommen hatte. So. Sehr gut. Also bisher kann man sich nicht beschweren, muss ich sagen. Bisher läuft es ganz gut. Aber ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Man weiß ja nicht, was noch so auf uns zurollen wird. Wie, der Gegner zieht sich zurück. Was wie Rückzug gibt es nicht. Jawohl. Es gibt keinen Rückzug. Allumfassender Krieg. Es kann keinen Rückzug geben. Die Aussagen von ihnen kennen wir schon. Ich werde das extra speichern unter Let's Play 2. Falls nämlich was mit der Aufnahme schief laufen sollte, was ich nicht hoffe. Aber falls das passieren sollte, sind wir vorbereitet. Dort. Genau. Let's Play 2. So. Und weiter. Mhm. Die Atreides und die Ordos bekämpfen sich untereinander. Das können sie gerne machen. Scheint auch, dass der letzte Angriff von den Ordos in die Hose gegangen ist. Kopek! Ich verhungere! Ich komme schon, Vater. Was gibt's Neues von Arrakis? Der Krieg verläuft ganz prächtig. Der Sieg ist uns natürlich so gut wie sicher. Bla, bla, bla. Dein Bruder ist nicht so hilflos, wie du denkst. Mein Bruder macht Pfuscharbeit, mehr kann er nicht. Er beachtet in keiner Weise deine Schlachtpläne. Ich sollte auf Arrakis sein, Vater. Das ist viel zu wichtig für meinen Baron, werde ich... Dein Bruder hat recht, du hast nur Luft im Hirn. Denkst du, ich lese keine Berichte? Gunseng bewährt sich ganz wunderbar. Vielleicht ernenne ich ihn zu meinem Erben. Das kannst du nicht tun. Bin ich denn nicht der Baron? Ich kann alles tun, was ich will. Nicht
nicht, wenn du tot bist, Vater. Die Thylaxo-Giftmischung. Geruchlos, farblos und absolut nicht nachzuweisen. Leb wohl, Vater. Ich grüße dich, Bruder. Was hast du hier zu suchen? Ich bin der traurige Bote mit schrecklichen Nachrichten. Unser guter Vater ist von uns gegangen. Du darfst nun vor deinem neuen Baron niederknien. Oh, Bruder. Du wünschst mir Glück nach alter Fremen-Tradition? Das Geschenk des Wassers, sehr eindrucksvoll. Ich bin zutiefst gerührt. Wie hast du es angestellt, Kopek? Das Messer im Rücken? Gift? Du beleidigst deinen Baron? Ich glaube, auf so einen Verrat steht der Tod. Meinst du wirklich, ich hätte das nicht kommen sehen? Ich bin darauf vorbereitet, Kopek. Du wirst nie ein Baron werden. Ist nicht mehr zu verhindern. Ich bin es schon geworden. Dann gibt es einen Bürgerkrieg. Was willst du denn tun, Gunseng? Und Sand in die Augen streuen? Ich bin jetzt der Baron. Wenn du das Wort Intelligenz kennst, Commander, dann bleibt die Edi Prime loyal ergeben. Wechselst du auf die Seite meines Bruders, sterbt ihr beide ganz langsam und schmerzhaft. Ich denke, du fällst die einzig richtige Entscheidung. Kopek ist ein Verrückter. Er treibt Haus Harkonnen in den Ruin. Schließ dich mir an und wir beide erobern das Spice für Geedi Prime. Denk gut nach, Commander. Ich verspreche dir so viel Geld und Macht, davon wagst du nicht mal zu träumen. Deine Wahl ist einfach, jedenfalls im Moment. Gunseng oder Kopek? Natürlich gibt es nur einen Baron. Ebenfalls nur einen Imperator. Wähle sorgfältig. Ach du Scheiße! Oh Gott, jetzt müssen wir uns auch noch für eine Seite entscheiden. Oh je. Yeah. Ja, jetzt würde ich, wenn das jetzt ein Livestream wäre, würde ich jetzt sagen, wen wollt ihr jetzt haben? Wollt ihr Gunseng oder Kopek? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da er der eigentliche Verräter, also laut meiner Meinung ist er ein Verräter, immerhin hat er den Baron umgebracht, den richtigen Baron, mit Hilfe der Thylaxo zudem noch, die wir ja als Verbündete haben wollen, stelle ich mich auf die Seite der von Gunseng, weil, ja, er mag zwar der Jüngere sein, aber er scheint auch gleichzeitig der Vernünftigere von den beiden zu sein. Der ein bisschen mehr auf Diplomatie setzt. Zumindest wenn man die Mission bedenkt mit der Konvention. Das Ding ist eben halt nur das Ausschlaggebende für mich, wer von den beiden der Verräter ist. Und Kopek, wie gesagt, er hat den Baron ja umgebracht. Er ist der Verräter, also Gunseng. Außerdem hat er uns ja auch geholfen, als wir die Sklaven zu den Harkonnen gebracht haben. Zerstöre den Palast und Kopeks Herrschaft über Haus Harkonnen ist ein für allemal beendet. Ach du Scheiße, das kommt mir so bekannt vor von Nord. Ein Bruderkrieg. Einsatz hier nicht. Ein Bruderkrieg. Ah, toll. Ist das nicht schön? Wir haben einen Bruderkrieg. Und das bedeutet natürlich, wir kriegen mächtig Probleme. Toll. Das kann eine lange Mission werden. Ja, und wir haben keine Sammler. Scheiße. Das ist schlecht. Wir können nicht für unsere eigene Kohle sorgen. Schlecht. Denn das bedeutet, dass wir abhängig sind von dem Mentat. Beziehungsweise von Prinz Goseng. Gunseng. Gunseng, Guseng, wie auch immer. Bald werden zusätzliche Gelder ankommen, na.
Hoffentlich hält er sich auch dran. Wer, wenn nicht, dann gibt es Ärger. Gebäude kann platziert werden. Bau hat begonnen. So. Neue Bauoptionen verfügbar. Wir bauen Kampfpanzer. Bau, wir brauchen Panzer. Los, baut. Baut. Wird gebaut. So. Ei. Wir kämpfen gegen unseren eigenen Bruder und der hat leider die Todeshand, weil er im Palast hat. Gebäude wird aufgerüstet. Kann zum Problem werden, muss es aber nicht zwangsläufig. Neue Bauoptionen verfügbar. Bau hat begonnen. Ja. Der wurde erstmal geplättet. Bau hat begonnen. Gebäude kann platziert werden. Ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. So, ich glaube mal von... Ja gut, von da können sie auch kommen. Das ist schlecht. Vor allem, wir haben jetzt auch eine andere Farbe, wie man sieht. Also wir sind die Verräter auf gut Deutsch. Eine Fregatte ist im Anflug, Commander. Zusätzliche Truppen treffen ein. Oh, ist das geil. Warum kriege ich ein weiteres MBF? Hä? Warum kriege ich ein weiteres MBF? Was soll ich mit einem zusätzlichen MBF? Ich habe doch schon meinen Bauhof. Ja, ich nehme es natürlich gerne an, ne? Falls die Todeshand da zuschlägt. Das kann ja durchaus passieren. Man kann ja nie wissen bei unserem werten, sogenannten Baron. Und ich bin treu gegenüber dem Haus Harkonnen und nicht gegenüber den Mörder des Barons. Des Eigentlichen. So, jetzt brauchen wir erstmal ein weiteres Kraftwerk, beziehungsweise eine weitere Windfalle. Guck mal an, da haben wir es schon. Eine Fregatte ist im Anflug, Commander. Sehr gut, wir kriegen ordentlich Verstärkung, das ist gut. Der Goseng oder Gunseng, der macht das, was ich eigentlich mir von den Atreides erhofft habe, nämlich, dass er Verstärkung schickt. Der schickt uns Verstärkung. Was man ja von den anderen ja damals nicht sagt. Ja, das habe ich mir gedacht. Und natürlich voll auf meinen Bauhof rauf. Natürlich. Es war mir schon klar, dass er das machen wird. Aber glücklicherweise habe ich ja zwei Bauhöfe. Also es ist schon nicht verkehrt, dass wir zwei gekriegt haben. Nicht nur, dass dadurch die Produktion schneller ist. Oder zumindest hoffe ich mal, dass sie dadurch schneller wird. Das sieht nicht wirklich danach aus. Wo verlieren wir die ganze Zeit Einheiten? Ach du Scheiße. Ist das fies. Das ist sowas von fies. Oh. Ist das fies. Das ist gemein. Muss ich sagen. Das ist richtig gemein. Jetzt muss ich mir erstmal eine Verteidigung aufbauen, damit ich, was eine Scheiße. Ja, es war klar. Das ist doch Mist. Da starten wir gleich mal neu. Toll. Das ist so eine Sache, das muss doch nicht sein, Leute. Echt. Ich meine, es ist schön, dass wir Verstärkung kriegen, aber... ne? Zerstöre den Palast und Kopecks Herrschaft über Haus Harkonnen ist ein für allemal beendet. Ja. Zerstöre den Palast, das hört sich so einfach an. Aber wenn er uns schon gleich so mit Truppen zuwirft... Ei. Es wird nicht einfach. Neue definitiv nicht. Bau hat begonnen. Gebäude wird aufgerüstet. Gebäude kann platziert werden.
Das wird nicht einfach. Bau hat begonnen. Das kann ich euch verraten. Das wird echt nicht einfach. Ich glaube, wir brauchen die Sadokar. Genau, die brauchen wir auch. Die Elite Sadokar. Die Creme de la Creme der Sadokar-Truppen. Die ja mit den Laserstrahlen arbeiten. Die sich mitunter zu meinen Lieblingstruppen hochgearbeitet haben, muss ich tatsächlich sagen. Nicht nur aus dem Grund, weil sie so stark sind, sondern weil sie auch tatsächlich in der Lage sind, sowohl Boden- als auch Luftziele zu attackieren. Also solche Truppen sind immer für mich sympathischer als Truppen, die nur Boden- oder Luftziele angreifen können. Und dann werden wir erstmal Panzer zur Verteidigung bauen. Geht ja nicht anders. Ich brauche eine Verteidigung. Ich muss eine Verteidigung haben. Sonst wird es schwierig. Ihr habt ja gesehen, mit was Goseng da alles ankam. Nicht Gunseng, sondern Kopek. Der Ältere von den beiden und leider und auch der Verräter von den beiden. Ne? Der es nicht abwarten konnte, den Herrschaft zu übernehmen von seinem Vater. Und ich liebe es ja, Verräter zur Strecke zu bringen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Ich liebe es ja, Verräter zur Strecke zu bringen. Ich wiederhole es gerne nochmal. Ich liebe es, Verräter zur Strecke zu bringen. Neue Bauoptionen verfügbar. So. Gebäude wird aufgerüstet. Neue Bauoptionen verfügbar. Okay. Und die imperiale Kaserne wird auch gleich verbessert. Also ich nenne sie jetzt mal liebevoll imperiale Kaserne. Und wir haben die Sadokar, die imperiale Elitegarde. Wunderbar. Und wir spammen die richtig schön zu. Weil die brauchen wir, die Jungs. So, dann bauen wir... Ja, das ist gut, dass die Fregatte im Anmarsch ist. Ist aber interessanterweise keine Harkonnen-Fregatte. Die sieht nämlich anders aus. Es fühlt für mich so ein bisschen sowas wie ähnliches wie Ecto Instinct. Das wäre es jetzt, wenn jetzt sowas läuft. Dann sind die Harkon für mich definitiv das neue Nord. So, Außenposten bauen wir erstmal, genau. Pack dich aus. Dann bin ich mal gespannt, welchen von den beiden Bauhöfen er attackieren wird. So, den Hangar werden wir mal bauen, genau. Ich muss leider erstmal experimentieren, das ist das Problem, weil ich kenne die Waffen der Harkonnen bei weitem nicht so gut wie der Atreides. Die zweite Fregatte kommt. Zusätzliche Truppen treffen ein. Gebäude kann platziert werden. Wird ausgebildet. Die Frage ist jetzt, kommen die jetzt so dahin oder müssen sie eine Brücke überqueren? Ach, deswegen sind sie auch draufgegangen. Alles klar, weil da Geschütze waren. Einheit verloren. Alles klar. Dann ist es auch kein Wunder, dass sie draufgegangen sind. Dann ist es kein Wunder. Ja. Ich hab dich auch lieb. Blöder Sack. Oh Leute, wehrt euch doch! Lasst euch doch nicht abschießen! Zu wenig Geld. Oh, toll. Und schon haben wir Geldprobleme. Schön. Toll. Klasse. Und der Gegner ist natürlich im Anmarsch. Spielt ihn doch überhaupt nicht in die Hände. Nein. Einheit verloren. Super. Klasse. Also den nächsten Angriff von ihm halte ich definitiv nicht stand. Und wir kriegen mehr Kohle als damals von den Atreides. Es ist nicht zu fassen. Wir haben gerade über 3000 gekriegt. Also lohnt es sich echt böse zu sein? Soll das die Botschaft sein? Die Message? Es lohnt sich böse zu sein? Naja gut. Auf jeden Fall brauchen wir dringend Panzer. Oh, wir haben noch mehr Kohle gekriegt. Immer her mit der Kohle. Wir brauchen jedes bisschen Kohle, das wir kriegen können. Alter, wir werden zugetextet mit Kohle. Das ist gut. Mach weiter so, Gunseng. Wir brauchen echt Kohle. Das können wir deinem Bruder nicht besiegen.
Ja, das habe ich befürchtet. Was ist mit dem Bauhof? Der steht noch. Sehr schön. Und wir brauchen mehr Kampfpanzer. Was? Wie? Oh, Alter. Hallo, du müsstest da doch rankommen. Nee, natürlich nicht.